vorbereiteten Gesetzentwurfs zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes. Für die Aussprache ist wiederum eine Dauer von 26 Minuten beschlossen. Und wenn Sie es schaffen, dann können wir die Aussprache auch eröffnen. Und das tut nunmehr Maximilian Mordhorst von der FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, letzter Tagesordnungspunkt. Deswegen versuche ich mich auch entsprechend kurz zu halten. Glücklicherweise sind wir ja auch inhaltlich, das hat man ja schon im Ausschuss gesehen, jedenfalls die breite Mehrheit dieses Hauses einig. Worum geht es? Das Rennwett- und Lotteriegesetz sorgt dafür, dass aus dem eben genannten ein Steueraufkommen entsteht, das zurzeit hauptsächlich teilweise zu über 96% beim Finanzamt Frankfurt am Main 4 liegt. Durch das Zerlegungsverfahren, die Aufteilung unter den Ländern, wird das Ganze dann immer jährlich verteilt. Das kann dazu führen, dadurch, dass das Steueraufkommen aus dem Rennwett- und Lotteriegesetz oder aus der Rennwett- und Lotteriesteuer extrem schwankend ist, teilweise sehr hoch, mal niedriger, dass das Land Hessen große Probleme hat mit diesem schwankenden Steueraufkommen, haushalterische Probleme, Probleme beim Länderfinanzausgleich teilweise sogar, indem es eben immer wieder in Vorkasse gehen muss. Und deswegen wollen wir das ändern. Wir sorgen mit dem Gesetzentwurf nicht für eine materielle, inhaltliche Änderung der Rennwert- und Lotteriesteuer, sondern nur bei der Abrechnung. Wir sorgen dafür, dass das nicht mehr jährlich gemacht wird, um eben diese haushalterischen Probleme zu verhindern, sondern wir machen es in Zukunft vierteljährlich. Die zuständige Freie und Hansestadt Hamburg hat sich zu dem zusätzlichen Bürokratieaufwand geäußert. Denn das ist ja für uns immer eines der größeren Probleme, wenn zusätzliche Bürokratie anfällt. Das kann man nun mal nicht leugnen, wenn man etwas vierteljährlich statt vorher jährlich macht. Dieser Bürokratieaufwand wird aber von der zuständigen Behörde für vertretbar gehalten. Und entsprechend würden wir uns wünschen oder sehr freuen, wenn sich dieses Haus dem 16:0-Votum des Bundesrates anschließt und das Rennwett- und Lotteriegesetz entsprechend ändert, dass in Zukunft vierteljährlich und nicht mehr jährlich abgerechnet wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Das war kurz und bündig. Es folgt der Kollege für die CDU-CSU-Fraktion, Olaf Gutting. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs kommen wir dem Wunsch der Bundesländer nach, eine gerechtere Verteilung des Steuereinkommens in diesem Bereich Rennwett- und Lotteriesteuergesetz zu gewährleisten. Und wir wissen, dass diese Einnahmen aus Rennwetten, Sportwetten, Lotterien ja bei den Ländern landen. Allerdings ist eben zur Wahrung der Rechtseinheit in unserem Land eine bundeseinheitliche Regelung notwendig. Und deswegen muss das heute von uns hier in diesem Haus beschlossen werden. Und das war ja auch schon die Grundlage für das neue Rennwett- und Lotteriegesetz, das wir, und das sage ich bewusst, für die Bundesländer im Juni letzten Jahres verabschiedet haben. Insofern ist es ein bisschen traurig, dass auf der Bundesratsbank heute da niemand da ist, denn wir machen gerade die Arbeit für die Länder. Aber schon Mitte des letzten Jahres war ja uns zumindest klar, dass das gesamte Steuerauskommen aus dieser nun zusätzlich besteuerten Online-Glücksspielen steigen wird. Leider hat der damalige Bundesfinanzminister, das damalige Bundesfinanzministerium, diesen Aspekt nicht berücksichtigt oder auch berücksichtigen wollen. Das ist schade, denn jetzt musste der Bundesrat noch mal initiativ werden, um das Verteilverfahren unter den Ländern noch mal neu zu richten. Ja, die Bundesländer, die unterstützen wir natürlich gerne bei steuerlichen Regelungen, die den Glücksspielstaatsvertrag umsetzen sollen. Aber es wäre schön, wenn auch die anderen Ziele in diesem Glücksspielstaatsvertrag von den Ländern umgesetzt würden, nämlich zum Beispiel die Bekämpfung der Spielsucht und die negativen Auswirkungen des Spielbetriebes. Das haben die Länder bisher nämlich noch nicht im notwendigen Maße angegangen. Wann wird denn endlich die
Glücksspielaufsichtsbehörde als Anstalt des öffentlichen Rechts ihre Aufgaben wahrnehmen. Wann wird sie vollumfänglich formulieren? Das steht leider noch in den Sternen. Und da fordere ich auch die Länder auf, dass sie hier jetzt mal auch den zweiten Teil von diesem Staatsvertrag umsetzen. Unser gemeinsames Ziel war es nämlich, als wir das hier beschlossen haben, dass wir innerhalb des neuen Regulierungsrahmens den Veranstaltungen und Veranstaltern ein legales, wettbewerbsfähiges Glücksspielangebot bei eben gleichzeitiger Absicherung eines verlässlichen Spieler- und Jugendschutzes ermöglichen. Und diese Kanalisierung im neuen Glücksspielmarkt, die muss jetzt gelingen, denn ansonsten entsteht genau das, was wir nicht wollen, ein weiterer illegaler Markt, ein Zustrom in den illegalen Markt. Und genau das wollen wir ja mit dem Glücksspielstaatsvertrag in diesem Land verhindern. Also, man stellt fest, es gibt bis heute noch keinen erlaubten Markt, obwohl seit fast einem Jahr nun dieses Gesetz existiert und die Erlaubnisse fehlen immer noch. Viele Antragsteller haben die ja schon Mitte letzten Jahres gestellt, die Anträge. Außer Rückfragen ist aber da noch nichts geschehen. Deswegen, wir haben die Hausaufgaben gemacht, machen sie heute. Nun sind die Länder und ihre gemeinsame Behörde gefragt. Ich bitte darum, dass das jetzt auch angegangen wird. Vielen Dank. Und es folgt für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Linda Heidmann. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir debattieren hier heute im Rahmen des Lotterie- und Rennwettengesetzes über eine minimale Änderung, die zum Ziel hat, dass Steuereinnahmen planbarer und verlässlicher werden. Ich muss sagen, als Politikerin ist es mir grundsätzlich eine Freude, über planbare, verlässliche Steuereinnahmen zu reden, denn dadurch wird es uns als Politikerinnen und Politikern ja erst möglich, etwas Gutes in unserem politischen Sinne, nach unseren politischen Vorstellungen in der Gesellschaft zu gestalten. Nichtsdestotrotz ist es mir hier ein Anliegen, in dieser Debatte als Gesundheitspolitikerin auch darauf aufmerksam zu machen, dass es durchaus auch gut sein kann, wenn Steuereinnahmen einmal zurückgehen. Denn ich möchte darauf hinweisen, dass es auch Steuern gibt, bei denen das darauf hinweist, dass die Gesellschaft, dass die Menschen insgesamt möglicherweise gesünder werden und ausgewogener leben. Bei der Tabaksteuer haben wir es erlebt. In den letzten 15 Jahren haben wir politisch relativ viele Maßnahmen beschlossen, die das Rauchen unattraktiver gemacht haben. Es gab eine immer weiter eingeschränkte Verfügbarkeit von Nikotin. Es gab auch Einschränkungen von Werbung. Und das hat gewirkt. In den letzten 15 Jahren ist die Quote der Raucherinnen immer weiter zurückgegangen. Und ich finde, das ist ein sehr erfreulicher Fakt für unser Land, selbst wenn es dazu geführt hat, dass die Steuereinnahmen aus der Tabaksteuer dabei etwas gesunken sind. Und auch hier beim Lotterie- und Rennwettengesetz möchte ich, dass wir uns bewusst machen, hohe Steuereinnahmen sind nicht immer gesamtgesellschaftlich in diesem Feld etwas Gutes. Denn Spielsucht, es wurde eben schon auf das Problem auch hingewiesen von Glücksspiel. Spielsucht ist ein Problem und ist als Krankheit anerkannt. Sie bringt hohe Verschuldung mit sich, soziale Isolation und massive Probleme meistens für die betroffenen Familien und die betroffenen Menschen. Deshalb war es mir hier ein Anliegen, einmal darauf aufmerksam zu machen und in dieser Debatte loszuwerden, dass es durchaus auch im Sinne von uns allen sein kann, wenn Steuereinnahmen einmal zurückgehen. Und ich bedanke mich, dass Sie mir in diesem Punkt hier noch zugehört haben zu dieser späten Stunde. Vielen Dank. Davon gehen wir doch aus, dass jetzt wirklich alle hochkonzentriert auch zuhören in diesem Plenum, und zwar jetzt dem Carlos, Entschuldigung, jetzt kommt erstmal Jan Wenzel Schmidt für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll das Rennwetten- und Lotteriegesetz angepasst werden. Die Anpassung ist auch durchaus angebracht, denn durch die Änderungen der Gesetzgebung 2021 sind einige Folgeprobleme entstanden.
Die neuen Einnahmen aus der Besteuerung des virtuellen Automatenspiels und des Online-Pokers sorgen zwar für ein erhöhtes Steueraufkommen, durch das derzeitige Zerlegungsverfahren mit einer einmaligen Jahresabrechnung kommt es jedoch zu starken Einnahmeschwankungen, die für erhebliche Ausschläge im Kassenaufkommen sorgen. Die Lösung des Problems liegt darin, das Zerlegungsverfahren auf eine quartalsweise Abrechnung umzustellen, um die erheblichen Schwankungen abzufedern. Seit der wesentlichen Änderung des Gesetzes werden alle Anbieter des virtuellen Automatenspiels und des Online-Pokers besteuert. Diese Besteuerung gilt natürlich für alle Unternehmen, die ihre Spiele in Deutschland anbieten. Dabei ist es egal, ob sie in Deutschland ansässig sind oder im Ausland. So weit, so gut. Die 2021 eingeführte steuerliche Bevorzugung von stationären Angeboten gegenüber dem Online-Glücksspiel stellt nach unserer Auffassung aber eine unerlaubte Beihilfe dar und ist damit nicht rechtskonform. Diese Rechtsauffassung haben im Übrigen auch Sachverständige in der öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 7. Juni 2021 geteilt. Vor allem aber war für die damalige Gesetzesänderung ein Notifizierungsverfahren vorgeschrieben. Das heißt, dass die Bundesregierung bereits vor Einführung des neuen Gesetzes die Europäische Kommission und die europäischen Mitgliedstaaten über die Änderung hätte informieren müssen. Die Europäische Kommission hätte daraufhin bis zu 4 Monate Zeit gehabt, mögliche Bedenken vorzutragen. Erst nach der Notifizierung hätte das neue Gesetz beschlossen werden dürfen. Da die Bundesregierung all das verschlafen hat, entstehen nun Probleme. Bedenken der Europäischen Kommission wurden einfach ignoriert. Ein notifizierungspflichtiges Gesetz lässt sich eben nicht durch Änderungen nachträglich heilen. Alle Steuern müssten dann zurückerstattet werden. Auch nicht ignoriert werden darf die Seite der Konsumenten. Bei all der Euphorie um frische Staatseinnahmen darf nicht vergessen werden, dass laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Anzahl der Personen in Deutschland, die ein problematisches Spielverhalten aufweisen, bei 229.000 Bürgern liegt. Daher sollte ein Teil der neuen Steuereinnahmen dazu genutzt werden, problematisches Spielverhalten frühzeitig zu erkennen und ihm entgegenzuwirken. Als Rechtsstaatspartei kann die AfD keine Gesetzesentwürfe unterstützen, die auf einem wackeligen Fundament fußen. Wir sind gerne bereit, nach erfolgter ordnungsgemäßer Notifizierung der sinnvollen Gesetzesänderung zuzustimmen. Bis dahin bleibt uns nur die Enthaltung übrig. Und es folgt für die SPD-Fraktion der Kollege Carlos Kasper. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Schmidt, ich muss kurz darauf eingehen. Es ist sehr verwunderlich, Ihre Rede. Sie hatten doch nun im Ausschuss genügend Zeit, diese Fragen zu stellen. Und diese Fragen wurden ja auch zu Genüge geantwortet. Und jetzt kommen Sie mit dieser Rede. Ich finde es ein bisschen komisch. Rennwett- und Lotteriegesetz, ich sage es nochmal, klingt auf den ersten Blick gar nicht so sexy. Es ist ein sperriger Titel und das Thema erinnert eher an Sucht und Abhängigkeit. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein. Glücklicherweise haben wir bereits ein gutes bestehendes Gesetz, das dem Wettbusiness Einhalt gebietet und vor allem Konsumierende schützt. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetzesentwurf wollen wir das bestehende Gesetz noch besser machen. Wir nehmen damit eine Änderung vor, die es den Ländern einfacher macht, das Gesetz umzusetzen. Also, was ist das Rennwett- und Lotteriegesetz? Das bestehende Gesetz haben wir im vergangenen Jahr reformiert. Das war dringend notwendig, um die Gesetzgebung endlich in das digitale Zeitalter zu überführen. Auch heute ist das Gesetz noch richtig und zeigt Wirkung. Wer kennt es denn nicht? Man surft im Internet und ständig ploppt überall Werbung für Online-Spiele auf. Ständig wachsen Angebote im Netz und senken die Hemmschwelle. Zahlen der Aufsichtsbehörde der Länder zeigen, der Markt verschiebt sich weiter. Weg vom klassischen Einarmautomaten hin zu den Online-Spielen. Apps und spielerische Websites machen es einfach, schnell und überall auf alles Mögliche weltweit zu wetten. Das erhöht die Suchtgefahr. Fast 1/5 des Glücksspiels fand im Jahr 2020 bereits online statt. Gleichzeitig zeigt der Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aus dem letzten Jahr, dass fast 500.000 Menschen in Deutschland ein problematisches Spielverhalten aufzeigt. Und das
ist eher noch steigend. Denn durch die Corona-Pandemie haben wir alle mehr Zeit am Handy verbracht. Wir dürfen diese Gefahr nicht unterschätzen. Für meine Fraktion steht der Schutz von den Spielerinnen und Spielern an erster Stelle. Dies bedeutet allerdings auch, Angebote vom Graumarkt in die Legalität zu überführen. Noch vor der Reform waren Online-Casinos in Deutschland verboten. Jetzt können sie nun gezielt kontrolliert und gesteuert werden. Umso wichtiger war es im Juni letzten Jahres, die Gesetzgebung gemeinsam mit den Ländern anzupassen. Es wurden einheitliche Regelungen zur Besteuerung von Online-Glücksspielen wie virtuellen Automatenspielen und Online-Poker festgelegt. Diese werden nun wie Rennwetten, Sportwetten oder die örtliche Lotterie besteuert. Damit werden wir zwei Ziele verfolgt. Zum einen können wir bisher illegale Spielangebote in die Legalität überführen und zum anderen negative Effekte wie Spielsucht gezielt bekämpfen. Ein Jahr nach der Reform hat sich aber auch gezeigt, dass wir das Gesetz noch einmal anpassen müssen. Für das Gelingen des Gesetzes ist es nun notwendig, eine kleine Anpassung vorzunehmen und die Umsetzung bei den Ländern zu erleichtern. Lassen Sie mich das kurz erklären. Das Rennwett- und Lotteriegesetz ist ein Bundesgesetz, dessen Aufkommen vollständig den Ländern zugutekommt. Das Steueraufkommen allerdings fällt fast vollständig im Land Hessen an. Das liegt an der zentralen Zuständigkeit des Finanzamtes Frankfurt am Main. Die Länder stehen vor der Herausforderung, dass das Aufkommen steigt und ebenfalls stark schwankt. Gleichzeitig wurde es durch Corona noch schwankender gemacht. Bisher wurde das Verteilungsverfahren bei den Ländern nur einmal im Jahr vorgenommen. Jetzt soll das Verfahren auch bei anderen Steuerarten üblich auf eine vierteljährliche Abrechnung umgestellt werden. Die Umsetzung wurde von den Ländern so gewünscht und wir kommen dieser Initiative natürlich sehr gern nach und stimmen dem Gesetz zu. Für eine Kurzintervention erhält das Wort der Abgeordnete Kai Gottschalk. Habe ich das falsch verstanden? Doch, Kai Gottschalk hat sie beantragt. Kai Gottschalk hat sie eben beantragt, der hatte sich gemeldet. Das geht jetzt nicht, dass Sie dann so flexibel irgendwie. Geht mal raus, klärt das. Sehr verehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für das Zulassen der Kurzintervention. Verehrter Kollege Kaspar, ich weiß ja nicht, ob Sie Ihrem Namen vom selbigen heute Morgen gefrühstückt haben. Wenn Sie der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses gefolgt hätten, ich könnte noch einen draufsetzen, es ist ja Mode, dass wenn wir Sie ertappen, so ein bisschen beim Flunkern, dass Sie dann keine Zwischenfrage zulassen. Wenn Sie dann gestern der Finanzausschusssitzung gelauscht hätten, hätten Sie gesehen, dass Frau Kollegin Hessel in ziemliche Erklärungsnot kam, das nachreichen wollte und der Kollege Jan-Wenzel-Schmidt exakt auf diesen Punkt gefragt hat und sogar an dieser Stelle, auch da können wir dann und wann Service-Opposition sein, gesagt haben, wenn diese Notifikation erfüllt ist und Sie uns eindeutig beantworten können, ob diese vorliegt, dann könnten wir dieser Änderung entsprechend sogar zustimmen. Das waren die Worte meines Kollegen Jan-Wenzel-Schmidt. Und dann in dieser ungeheuerlichen Art, das hier zu verdrehen und ins Lächerliche zu ziehen, da komme ich zu meiner Eingangsbemerkung zurück, der muss so heute Morgen Ihren Nachnamen entsprechend sehr gut geschmeckt haben, dieser Kaspar. Also wir haben hier die Abmachung, uns nicht persönlich zu schmähen. Ansonsten hat der Abgeordnete Kaspar jetzt die Möglichkeit zur Erwiderung. Bitte schön. Herr Schalk, ich war auf dem Sportinternat. Ihre Beleidigungen kommen 20 Jahre zu spät. Stehen Sie bitte zeitiger auf. Vielleicht hatte die Frau Hessel nicht die passende Antwort parat, aber dafür gibt es ja auch zuständige Beamtinnen im Finanzministerium, die die Frage sehr wohl beantwortet haben. Vielen Dank. Der Kollege Christian Görke gibt zu Protokoll. Der Kollege Parsamavi gibt auch zu Protokoll. Und somit kommen wir zur Rede von Alois Rainer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ich muss gestehen, ich habe auch gedacht, die Rede könnte man eventuell zu Protokoll geben, wenn viele der Kollegen das auch machen und vor allem der Kollege Mordhorst die Thematik auch gut erklärt hat. Aber ich denke mir, so 21.12 Uhr, Plenumszeiten, jetzt bin ich gute 8 Jahre im Deutschen Bundestag, da hatten wir schon andere Zeiten und ab 23 Uhr dachten wir dann mal dran, Reden zu Protokoll zu geben. Deshalb denke ich, nehme ich mir jetzt die knapp 3 Minuten noch dazu zu sprechen. Über das Rennwett- und Lotteriegesetz haben wir bereits in der vergangenen Legislatur ausführlich inklusive öffentlicher Anhörung debattiert und neue Regelungen zur Durchsetzung der adäquaten Besteuerung von virtuellen Automatenspielen, der Optimierung des Jugend- und Verbraucher- und Datenschutzes sowie einer effizienten Suchtprävention auf den Weg gebracht. Das ist auch gut so. Im vergangenen Jahr konnten sich die Bundesländer auf einen einheitlichen Glücksspielstaatsvertrag einigen. Auch im Bundestag haben wir uns im Vorfeld mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag beschäftigt und unterstützen die darin formulierten Ziele, wie zum Beispiel die Vereinheitlichung der Regelung für das Online-Glücksspiel, die Ausweitung der Konzession, besonders auch für Sportwetten. Gleichzeitig waren sich alle einig, dass die Spielsucht durch entsprechende Schutzmaßnahmen und durch die Einsetzung der zentralen Regulierungsbehörde besser bekämpft werden soll. Ich bitte die Länder darum, diese Behörde auch einzusetzen. Denn es, denke ich, ist schon wichtig, dass wir hier neben der Besteuerung daran arbeiten, auch an den gesundheitlichen Auswirkungen des Glücksspiels. Mit dem heutigen Beschluss schaffen wir für die Länder die Grundlage, die Verteilung des Steueraufkommens aus dem Rennwett- und Lotteriegesetz zu ändern. Ich schließe mich hier den Ausführungen des Kollegen Mordhorst an, der das perfekt auch so wiedergegeben hat. Darüber hinaus bleibt auch mit der Neuregelung die Steuerverteilung unangetastet. Und wir alle haben sicherlich auch in unseren Wahlkreisen Spielbanken, Lotterien oder wie in meinem Fall eine Trabrennbahn, auf der Spiel- und Wetteinsätze gezahlt werden können. Das Gute bei diesem Gesetzentwurf ist unter anderem, dass sowohl die Betreiber der Spielbanken, Lotterien und Sportwetten zunächst keinerlei zusätzlichen Aufwand oder Einschnitte haben. Auch bei den Konsumenten wird sich nichts dazu ändern. Aber vielleicht denken wir noch ein Stück weiter, dass man Einigung bei den Ländern zustande kommt bei der Buchmachersteuer, Rückerstattung für Veranstalter von Pferderennen. Das wäre sehr gut. Das Gesetz ist eine gute Weiterentwicklung. Wir können dem ganz gerne und mit großer Freude auch zustimmen. Vielen herzlichen Dank und wünsche Ihnen allen eine gute Nacht. Vielen Dank. Der Kollege Sascha Müller gibt auch zu Protokoll und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1536 den Gesetzentwurf des Bundesrates auf Drucksache 470 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die Linke, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die AfD. Also es stimmt niemand dagegen. Die AfD hat sich enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit großer Mehrheit angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist wieder die Linke, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Und wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Und damit ist der Gesetzentwurf mit großer Mehrheit angenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind